Ich bin Andreas Filthaut, Polizeihauptkommissar und ich bin Leiter der Verkehrsdienstgruppe Verkehrsunfallprävention Opferschutz. Wir sind hier heute in Balve-Volkringhausen, weil wir die erste Krat-Auftaktveranstaltung präventiv hier durchführen. Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt bereits ungefähr 50 Krat-Fahrer angehalten, haben viele Gespräche geführt und haben darauf hingewiesen, dass das Motorradfahren im Sauerland sehr gefährlich ist. Alle mögen doch an Verkehrssicherheitstrainings teilnehmen, an Fahrsicherheitstrainings teilnehmen, sodass wir alle sicherer anschließend wieder nach Hause kommen. Der Unterschied zwischen präventiv und repressiv ist, dass wir hier heute bei der präventiven Veranstaltung nicht in erster Linie das Knöllchen nach vorne stellen, sondern wir wollen in den Kopf der Leute. Das heißt im Umkehrschluss auch, dass es heute überhaupt nicht darum geht, dass wir Geld einnehmen, sondern es geht hier wirklich nur darum, etwas für die Verkehrssicherheit zu tun, und zwar hier dadurch, dass wir in den Kopf kommen.